Das folgende Video wird Ihnen präsentiert von Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal. Und damit recht herzlich willkommen zu unserem jüngsten Video. Liebe Freunde, heute habe ich einen Megagast. Ich behaupte, der erfolgreichste Rapper in Deutschland sitzt heute bei mir. Im Studio würde ich ja gerne sagen, kann ich aber nicht sagen. Kapi, Kapital, Bruder, herzlich willkommen. Mit meinem Bruder und so. So, und zwei wunderbare, sympathische, tolle, perfekte Jungs, die, glaube ich, das zukünftige Rap-Game aufmischen werden. Das ist Ilaj und Ozan. Also quasi die Medizin für den Poeten, in diesem Falle. Das war jetzt die Übersetzung. Ja. Ist so. Stark. Wir schnacken heute, es ist mir... Wenn ich das mal kurz erwähnen darf, natürlich eine ganz besondere Ehre, Kapital Bra mal interviewen Dankeschön, zu dürfen. Ich küsse deine Hand. Man muss auch mal die Wahrheit sagen. Wahrscheinlich einer der größten, einflussreichsten Rapper der letzten Jahre. Ich küsse deine Hand, danke, jetzt reicht, okay. Jetzt reicht, reicht, ich mache das alles mit Absicht, damit du auch hoffentlich noch einige weitere Interviews und einige Action mit mir machst. Nein, ich küsse deine Hand. Aber wir haben uns ja kennengelernt bei der TikTok Fight Night. Ja. Erste Frage, hast du es genauso überstanden wie ich, weil es war kalt? Nein, so kalt war es nicht, aber war okay, war ein Spaß, war lustig auf jeden Fall. War bei einigen Kämpfen, die mir gefallen haben. Der von Hamza war witzig und diese zwei Mädchen, die gekämpft haben. Der eine hat geschrien, Kapital, du bist bester Rapper, wir haben uns totgelacht. Dieses, ja, waren geile Kämpfe dabei. Engels Gesicht hat bekommen, habe ich gesehen. Der arme Haram. Wer war der beste, so, was war für dich so der beste Kampf? Ach, alle hatten was, aber am besten fand ich natürlich von Shubu den Kampf. So, weil wir sind auch Freunde alle. Darauf haben wir gewartet, also darum sind wir überhaupt gekommen. Deswegen, und er hat gewonnen, Gott sei Dank. Habibi Shubu, schöne Grüße an dich. Ja, war ein besonderer Support, ja, für Shubu. Fand ich cool. Aber du hast ja auch den Ringsprecher gesehen. Ja. Ja, wie fandst du den so? Super. Bester Ringsprecher über Rumble, Bruder. So, wer ist der zweitbeste Moderator nach mir? Gibt es überhaupt? Kennst du einen? Joko und Klaas, die sind gut. Schöne Grüße an die beiden. Liebe Grüße gehen auch an die Jungs raus. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Wenn du da mal in den Ring gekonnt hättest, gegen wen hättest du da mal gerne an dem Abend gekämpft? Ich kämpfe nicht gerne. Ich kämpfe nicht gerne, mein Bruder. Nur mit Worten? Nicht mehr, auch nicht mit, was heißt, wir kämpfen ja nicht mit Worten, wir machen Musik, mein Bruder. Also ich bin eher der Chillige. Okay, wen hättest du denn chillig vermöbelt im Ring? Ach, mein Bruder, gar keinen. Das ist nicht meine Welt, meine Welt ist Musik. Und das ist das Wichtigste, ne? Genau. Apropos Musik, du hast ja so viele Nummer 1 Hits gelandet, ich weiß es nicht mehr. Wie viele sind das jetzt? 17, 18, 19? 22 oder 23. Mit Joker hat 23, glaube ich. Ah, du schon über 20? Über 20. Boah, mein letzter Stand war irgendwie 18, 19. Ja, siehst du? 23. Ach, apropos Joko und Klaas. Du hast den Jungs mal in der Berlin Late Night. Ja. Hattest du denen so einen Award gebracht, ne? Ja. Von einem deiner... Für dich habe ich leider keinen dabei. Ja, wo ist meiner? Ich für den weltbesten Moderator der Welt? Ich küsse deinen. Krieg ich noch einen? Ich küsse... Bestimmt. Inshallah, wenn wir noch einen machen, hier, den von uns, dann kannst du haben. Also. Wir bekommen höchstpersönlich einen Geschenk für irgendwann, für später. Von Usan. Ich wollte immer mal sowas haben, ja? Weil immer, wenn man so Studio-Session macht, zu den Leuten geht, ich sehe mal diese goldenen Schallplatten. Wallachs Kanium, ja? Ich denke, ich will auch mal so eine goldene Platte haben. Egal, aber mach die Kette. Ich habe mir letztens in Antalya eine gekauft. Walla, für 10 Euro hat der Typ gesagt, ich kann Gravur draufschreiben. Habe ich gesagt, Bedu, Nummer 1 Hit. Ja, habe aber falsch geschrieben, der Idiot. Das ist das Problem. Bra Music. Ja, das ist, hat sich vieles in den letzten Jahren getan, hat sich vieles verändert. Was ist so das Aktuellste, was für dich an Bra Music wichtig ist? Die Signings. Auf jeden Fall, dass die Jungs vorankommen, dass wir zusammen alle... die Jungs haben auch krasse Songs gemacht. Ich freue mich auf deren Release. Ich release jetzt noch 2, 3 Songs. Ich mache jetzt ein bisschen Welle. Danach habe ich ein bisschen Pause und danach sind die Jungs auf jeden Fall erstmal dran. Ne? Da kommt auf jeden Fall eine Menge auf euch zu, auf jeden Fall. Bratans, Bratinas, Bratuchas. Freut dich auf die Shababs hier. Wird abgehen. Wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden, wenn ich mal fragen darf? Wie findet man denn zueinander? Findet man Kapital irgendwo, weiß ich nicht, im Café oder weiß ich nicht, im Dönerstand und sagt so, ey, Kapi, ich bin der beste Rapper der Welt, nimm mich? Oder wie funktioniert denn das? Alles Schicksal, Bruder. Ja. Schicksal, Bruder. Ich bin einfach der krasseste. Unsere Wege sind geschrieben, Bruder. Ich weiß nicht, Schicksal, Bruder. Alles ist, alles passiert, wie es sein muss. Stark gesagt, mein Bruder, stark gesagt. Wie suchst du dir denn einen Künstler aus eigentlich? Mein Bruder, ich bin nicht auf der Suche, aber wenn ich jemanden feiere, dann feiere ich jemanden. Und dann connectet man sich vielleicht. Und dann reden wir. Wir kennen uns durch Bekannte zum Beispiel. Ilaj auch durch Bekannte. Und dann habe ich ein paar Songs von den Jungs gehört, habe ich gesagt, wow, geil, komm nach Dubai rüber.
komm mal ins Studio. Ich will auch sehen, wie die Leute arbeiten, wie die drauf sind. Kennenlernen, so ein bisschen. Die Jungs sind korrekt. Alles gut, der Ozan ist ein Giftiger. Habibi. Wie das ist unser Sunnyboy. Der Playboy. So, mein Bruder, wir arbeiten und geben unser Bestes. Was soll ich dir sagen? Wenn Kapi der Labelboss ist, ne? Guck mal weg. Guck mal in die Richtung. Wie ist er denn so? Ist er ein netter Typ oder ist er eher so ein Hardcore-Typ, der sagt, Jungs, hier wird nach meiner Pfeife getanzt? Ach nein, Mann, Dicker, der ist der krasseste. Der ist absolut, also Herzensmensch. Herzensmensch. Nein, Kapi, sehr gut. Die Herzensmenschen halt sind Herzensmensch, Bruder. Ach, Bruder, er ist ein Bruder. Wie man, wenn man zusammen aufwächst, weiß man schon meine. Direkt auf einer Wellenlinie. So, korrekt. Gibt's nichts hier und da. Aber wenn man zusammen im Studio ist, ja, wenn man auch mit seinem Team arbeitet, mal ja. Hand aufs Herz, es gibt doch bestimmt auch mal so Reibereien. Oder weiß ich nicht, vielleicht passt dir eine Line nicht, der Beat nicht oder so. Aber wir sagen uns, wenn irgendwas nicht passt, Bruder, bei uns gibt es nicht irgendwas links, rechts. Wenn irgendwas nicht gefällt, die sagt, Bruder, das ist scheiße. Aber wir sind auch ehrlich zueinander, die Jungs sagen zu mir auch, die Line Kapi, die also jetzt nicht scheiße sagen wir, aber wir sagen, ey, änder das mal oder mach mal das besser, so die ist besser, so, weißt du, ich meine so. Wenn die Line richtig scheiße ist, dann sagen wir schon, Junge, was laberst du da? So. Aber es geht auch für mich, ja, nicht nur ich sage das den Jungs, die Jungs können mir das auch immer sagen, so, wenn irgendwas denen auffällt oder was auch immer, dass man sich, ist doch gut, weißt du, mehrere hören das. Und wenn viele Leute sagen, das ist gut und ich bin der Meinung, das ist aber schlecht, so, weißt du, ich meine, dann... Dann ist das so. Wie hat sich denn die Musik in den letzten Jahren eigentlich verändert? Hat sich die Musik verändert? Viel verändert, natürlich. Hat sich viel verändert, mein Bruder. Leute sind erwachsener geworden, neue Generationen kommen. So halt. Besser oder schlechter? Aber die Generation oder für die Musik? Sowohl als auch. Keine Ahnung, Bruder, jetzt. Die Musik ist auf jeden Fall, es sind viele Künstler gerade unterwegs, man muss auf jeden Fall Gas geben, um herauszustechen. Deswegen gebe ich den Jungs auch immer Power. So, ich gebe den Input, wir müssen arbeiten. Weil es gibt halt viele Rapper. Viele wollen Rapper werden. Viele, verstehst du, für viele ist das ein Traum. So. Verstehe ich auch, weißt du, als ich klein war, war es auch mein Traum. So. Deswegen gibt es viel Konkurrenz, aber wir müssen auf jeden Fall mehr Gas geben. Mit Bra Musik geschlafen. Hat Kapi seinen Traum verwirklichen können? Alhamdulillah, alles, mir geht's gut, Gott sei Dank. Auf dem Weg nach oben gibt es aber viele Rückschläge. Träume können auch Albträume werden, Auseinandersetzungen. Bruder, gibt es überall, gibt es in jedem Geschäft. Egal was du machst, ob du Journalist bist oder Kokain-Dealer, das ist scheißegal. Überall gibt es Probleme, überall gibt es irgendwelche Sachen. Verstehst du, was ich meine? Und bei uns, aber Musik ist halt noch so ein Ticken dreckiger, ein Tick dreckiger Business. Aber halt, alles gut, Alhamdulillah für alles. Wenn ich mache ja sehr viel, auch sehr viele Workshops an Schulen und unterhalte mich sehr oft mit jungen Leuten, die dann immer Rapper werden wollen. Alle wollen Rapper werden, ja? Also ein Großteil der Jugend von heute möchte Rap werden. Aber viele denken ja auch, das, was im Rap, was in diesen Texten erzählt wird, entspricht zu 100% der Wahrheit. Entspricht Deutschrap heute noch der Realität und der Wahrheit oder ist das auch nicht mehr echt? Bruder, komm drauf an. Ich rap zum Beispiel schon mal aus meinem Leben. Habt ihr mich schon mal mit Stift und Zettel gesehen? So, nein. Bruder, jetzt, ich rappe immer das, was ich fühle, was ich denke, was mir passiert ist oder nicht passiert ist. Also, oder was ich vermeiden will, was passiert. Weißt du, ich rappe über das Leben, so wie es ist. Also, ich kann zu meinen Dingen gerade stehen. Egal, was ich dort sage. Ja. Ich guck dich gerne dabei an, weil ich immer gucken will, wie du darauf reagierst. Ja, weil bei Kapi sieht man das immer so selten. Ja, wenn er auf eine Frage reagiert, frage ich mich immer, ob eine Kunstperson vor mir sitzt oder ob eine echte Person sitzt. Weil Rapper sind ja am Ende des Tages ja auch Künstler, richtig? Aber ich bin ein echter. Ein echter Künstler. Ich weiß nicht, ob ich Künstler bin, mein Bruder. Jetzt, aber das, was ich da sage, so, guck mal, das ist auch von jungen Tagen zum Beispiel. Das hatte ich auch, als ich das Interview mit Steuerung F hatte. Es ging um Teledin. Ich habe ja auch erklärt, ich rap nicht darüber, weil ich es geil finde oder die Jugend vergiften will. Ich rap darüber, weil es die billigste Droge in meiner Gegend war und wir die alle genommen haben. So, weißt du, ich meine, deswegen. Apropos, ist auch eines meiner Fragen, die ich ja aufgeschrieben habe. Wenn Kapi jetzt von seiner Geschichte erzählt, ist ja wirklich viel. Eigentlich am Ende des Tages sitzt du da, ich höre deine Songs und ich höre wirklich deine Songs sehr gerne. Dankeschön. Und dann höre ich und denke so, ey, wenn das seine History war, wenn das seine Geschichte, dann tut er mir ja schon leid. Ich brauche nicht leid, Bruder, ich brauche keine Aber du weißt, du verstehst, wie ich das meine. Dann natürlich. Denkt man, boah, hat der Typ echt viel durchgemacht. Bruder, das Leben ist nicht für jeden einfach, Bruder, jetzt. Aber das ist halt so. Gott hat uns alles schon vorgeschrieben, mein Bruder. Deswegen, ich küsse deine Augen. Wenn du zurückblickst, ne, und etwas verändern könntest,
Gäbe es etwas, was du heute anders machen würdest? Bruder, ich stelle mir solche Fragen nicht, weil es geht nicht. Es geht einfach nicht. Deswegen beschäftige ich mich nicht mit solchen Gedanken. Was wäre, wenn, was wäre heute? Ich muss nach vorne schauen. Deswegen tut mir leid, darauf habe ich keine Antwort. Wir sitzen hier, weil ich Kapi natürlich entspannt kennenlernen will. Ja, haben ich aber bin ganz entspannt. Bro. Ja, ich weiß. Wir haben ein bisschen mal in der Community auf diversen Seiten Posts mal ein bisschen rumgekramt, haben so ein paar Fragen ausgefischt. Okay. Das heißt, was die Community so unter Kommentaren oder in der Kommentarleiste also als Frage hat. Ja? Mhm. Wir haben eine Frage, die ich stelle dir jetzt mal einfach mal. Wir haben uns mal ein paar Sachen rausgefischt. Erzähl mal. Ich stelle dann direkt in deine Richtung. Kommt ein weiteres Feature mit Samra? Weiß ich nicht. Wann kommt ein Feature mit AZ? Mit AZ? Vielleicht bald. Ich bin in Kontakt mit dem Bra. Wir telefonieren ab und zu. So, wo ich in Kosovo war, wollten wir uns sehen. Wir haben auch telefoniert. Wir haben uns sogar gesehen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Schon ein bisschen her. Auf jeden Fall, gerne. Mit AZ, ich kenne ihn auch schon sehr, sehr lange. Ist ein guter Junge. Schöne Grüße auch an dich, Bratan. Berlin lebt, du weißt. Mit wem würde Kapi gerne ein Feature machen? Boah, mit wem würde ich gerne ein Feature machen? Mit Miyagi. Das ist so ein russischer Rapper. Mit wem bereut Kapi ein Feature gemacht zu haben? Ich bereue nicht, Bruder, jetzt. Alles gut. Wann hört Kapi mit Musik auf? Das weiß nur Gott und nur Gott. Das weiß nur Gott, mein Bruder, das weiß ich nicht. So wie ich mich fühle, ich mache doch alles nach Gefühl. Alles nach, wie mein Herz mir das sagt, wenn ich irgendwann mit 40 sage, okay Bruder, reicht jetzt. So, ich will mein Geschäftsleben oder ich will einfach nur chillen. So, dann chill ich nur. Vielleicht passiert das in 2 Jahren, vielleicht in 10 Jahren, ich weiß das nicht mehr. Darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja, klar. Weil du sagst, manche Fragen darf ich nicht ein zweites Mal stellen, weil die Frage mal die Antwort ist. Okay. Aber hattest du aber je darüber nachgedacht, aufzuhören? Ja. Ja, hab ich. Darf ich fragen, was dann dagegen gesprochen hat, dass du doch nicht aufgegeben hast? Der Beat. Der Beat hat dagegen gesprochen. Wenn ich Musik höre, ich werde verrückt. Mir kommen Melodien in meinen Kopf. Letzte Frage aus der Community. Wann kommt ein neues Album? Bald. Ich überlege gerade ein Konzept. Ein schönes jetzt mit Struktur und allem. Und dann kommt ein Baba-Album für die Bratans und Bratinas auf jeden Fall. Ich bin am Makern. Ich schlafe nicht. Gibt es schon die ersten Ideen? Na klar. Aber das Album ist noch nicht fertig oder so, ne? Nein. Du arbeitest noch dran? Ja. Okay. Wird das im Moment ist ja so Trend geworden, dass Alben rauskommen, wo ich das Gefühl habe, jetzt kommt das nächste Doppelalbum und 20 Songs und 30 Songs. Mhm. Ist das was für dich, so was Aufwendiges, Großes aufzuziehen oder sagst du? Bruder, mal schauen, wie mein Gefühl mir das sagt. Es kommt drauf an, in welche Richtung ich gehe, musikalisch auch. Mein Sound auch. Mein Sound wird auch nächstes Ende. Also ich werde meinen Sound auch ein bisschen, sag ich mal, ändern. Was heißt ändern so mit... Ich will mit Hassan K und so produzieren, mit den Jungs von SLS. So halt ein bisschen ausprobieren, ein bisschen Techno vielleicht. Vielleicht alle Richtungen ein bisschen, mal gucken, mal schauen, was die Zeit sagt, mein Bruder. Vielleicht mache ich auch nur ein Berlin lebt 3, die kommen, bretter die alle einmal durch. Kann auch passieren, mein Bruder. Wie? Ich weiß nicht. Verstehst du, was ich meine? Ich gehe mal nach Gefühl, mein Bruder. Gibt es aber auch ein Feature mit den Jungs auf deinem sowieso, Album? Ja, sowieso, Bruder. Das sowieso. Die werden mehrmals vertreten sein, 100%. Bei uns ist das so, Bruder. Also, Berlin lebt wir Teil 3. Wir pushen uns gegenseitig immer. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Es ist aber viel passiert. Eine Sache, was, glaube ich, in den letzten Wochen auch Social Media technisch sehr, sehr breit getreten wurde, auch durch deine eigenen Postings, da ging es um die Auseinandersetzung mit Angie. Ja. Du hast es ja auch selber, redest ja offen darüber. Ja. Darf ich jetzt fragen, was da eigentlich wirklich passiert ist? Bruder, da ist viel passiert, aber guck mal, er hat ein Video gemacht, er hat sich entschuldigt, wie gesagt, ist alles, ja, nee. Keine Ahnung, mein Bruder, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Wir haben persönlich miteinander das nicht geklärt, verstehst du, wie ich meine so? Wir kennen uns ja auch, das ist ja nicht so, dass es irgendein Fremder für mich ist, wir kannten uns ja auch, verstehst du, wir waren viel unterwegs miteinander, haben viel erlebt auch. So, und da muss man sich auch mal persönlich mal hinsetzen und sagen so, warum und weshalb solche Wörter oder solche Aussagen geflogen sind, weißt du, wie ich meine? Deswegen, aber alles gut. Nimmt das einen, weil man sich erkennt, nimmt das einen auch vielleicht ein bisschen persönlich und emotional mit? Oder kann man das auch ein bisschen abblocken? Bruderherz, guck mal, was heißt abblocken? Natürlich kann ich das abblocken. Bruderherz, guck mal, ich mache auch ganz andere Dinge. Ich bin auch beschäftigt mit ganz anderen Dingen. Normalerweise ist Dissen, Missen ist gar nicht mehr mein Film. So, weißt du, ich meine so. Aber ab und zu verstehen das Leute anders nicht so. Weißt du, ich meine so, dass man denen auch zeigen kann, Bruderherz, wenn du den nicht langsam aufhörst, man muss auch radikal davon, verstehst du? Ich gehe dann auch radikal dagegen. So, damit's, weil wenn es einer macht, zweiter macht, dann machen es alle. Dann denken die, die können es alle machen. Dann muss man gleich abbremsen und sagen, hey Jungs, bis hier und nicht weiter bitte. Weil irgendwo ist auch, ihr geht über eine Linie, wo man nicht übergehen kann so.
Und wenn die über die Linie gehen, dann muss ich automatisch auch über diese Linie gehen. Ich will keine toten Mütter beleidigen, Bruder. Das ist noch nicht, ich bin noch nicht behindert. Aber ich muss den Leuten auch klar machen, Bruder, meine Mama lebt. Aber ich höre auch nicht gerne, dass jemand sie fickt. Verstehst du, wie ich meine? Und deswegen muss man, verstehst du, was ich meine? Ich kann das, ich beleidige keine Toten, das ist respektlos. Aber ich muss, verstehst du, in dem Moment, um dir zu zeigen, Bruder, du kannst nicht meine Mutter beleidigen, nur weil sie lebt und ich deine nicht. Verstehst du, wie ich meine? Er muss das auch mal so. Vielleicht verstehen das Leute nicht, aber Bruder, ich kann mir das nicht jedes Mal 10-mal anhören, jemand sagt sowas und ich kann sowas nicht zu ihm sagen. So. Weißt du, wie ich meine? Und er hält immer Abstand, man kriegt ihn auch nicht, sag ich mal. Ich meine jetzt nicht Angie generell. Deswegen. Ich will kurz versuchen, einen Vergleich zu ziehen, wenn, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich meine, ich bin nicht so in diesem Rap-Game wie ihr. Ich bin eher der Außenstehende. Yeah. Der Außenstehende, der Dinge wahrnimmt, liest, Videos verfolgt, Songs sich anhört. Yeah. Eine Sache hat sich aber verändert, in meinen Augen. Deswegen habe ich diese Frage bewusst gestellt, weil ich glaube, jetzt passt die nochmal da rein. Die Veränderung des Deutschraps. Yeah. Vor 10 Jahren, yeah, wenn sich die Leute gedisst haben, war das, finde ich, Kunst. Die Auseinandersetzung, die ging nicht so immer unter die Gürtellinie, Familie, Freunde. Die ging so weit gestreut, verstehst du, was ich meine? Yeah. Aber heute ist das so, es ist direkter und persönlicher geworden, finde ich. Mm. Du kannst mich natürlich gerne korrigieren. Ich gebe ein anderes Beispiel. Bruder, vor 10 Jahren, ich war 18, ich glaube. Ja. Bruder, jetzt keine Ahnung, da ich habe mein Ding gemacht, da habe ich nicht so Dings. Ich habe nur auf meine Beats gerappt, auf Wiggy Beats. Ich wollte nur auf eine Sache hinaus, mit deiner Erlaubnis. Weil wir haben ja das beste Beispiel auch zwischen Shindy und Kollega und Farid Bang. Mm. Da geht es auch nur noch um Mütter und Familien. Das will ich nur sagen. Also, ja. Kann es sein, dass ich Rap in diesem Punkt negativ verändert hat, dass es so persönlich wird? Bruder, wenn jemand solche Sätze sagt, dann muss er auch dafür auch gerade stehen, so, sage ich mal. Verstehst du, wie ich meine? Egal, was man macht. Wenn man mit sowas anfängt, dann muss man auch rechnen, dass man so eine Antwort zurückbekommt. Weißt du, ich meine? Aber scheiße natürlich, dass es sich so verändert hat. Hast du recht? Ja, ja. Ja, weil ich meine, wir wollen ja nicht irgendwo da hinten, jetzt denken ja schon bestimmt der eine oder andere, denkt, wann fliegen die ersten Kugeln? Ja, besser nicht, Bruder, das hat mit Musik nichts zu tun. Weißt du, was ich meine? Oder denke ich falsch? Ich meine, ihr könnt mich gerne korrigieren. Ihr seid intensiver drin als ich. Alles gut, mein Bruder. Fliegt nix. Fliegt nix. Ja, du, ich will das ja auch hören. Fliegt nix. Ja, solange es immer bei der Kunst bleibt, sehe ich das. Gott sei Dank, inshallah. Sehe ich das auch inshallah, sehr, sehr inshallah, inshallah, mein Bruder. Letzte Frage zum Thema Diss. Ja. Ja? Es gab ja diesen berühmten Song von Bushido. Ja. Und du hast gesagt, da kommt noch was. Ja. Kommt da noch was? Und darf ich fragen, was da kommt? Dann kannst du mir schon was verraten. Bruder, ich lass mir Zeit. Wie gesagt, kann sein, kommt morgen was, kann sein, kommt in einem halben Jahr was. Aber es kommt was. Also, du wirst schon antworten? Ja, natürlich. Einmal für den für seine Promophase ein bisschen anreizen, damit er ein bisschen Boxen verkaufen kann. Deswegen. Ist kein Problem, kann ich machen. Wo stehst du denn eigentlich in 10 Jahren? Weiß wo siehst du da irgendwo? Ist das so, hat ein Kapi, der schon so viel erreicht hat, noch einen Traum? Mein Bruder, nur Gott weiß, wo ich in 10 Jahren bin, mein Bruder. Weiß ich nicht. Ich weiß es selber nicht mehr. Aber man hat doch einen Wunsch. Weißt du, was ich meine? Bruder, mein Wunsch ist alles. Gottes Gabe. Bruder, meine Schicksal, Kinder sind gesund. Ja. Alles, meine Frau ist gesund. Ich bin gesund. Meine Mama ist gesund, Gott sei Dank. Also sie geht's besser. Alhamdulillah für alles. Schükür. Mit den Jungs, meintest du, Songs sind auf dem Weg, wird produziert? Mhm. Kommt da noch was, geht ihr vielleicht auch mal gemeinsam auf Tour? Ist sowas angedacht? Vielleicht, wenn einer von euch mal was dazu sagen möchte? Ja, wir sind nur am Arbeiten, wir machen unsere Dinger fertig. Rap-Musik schläft nicht, das ist unser Motto. Ja, einfach, wir ficken jeder, was so steht. Wir werden viel unterwegs sein, also 100%. Wir werden Gas geben, wir wollen Gas geben, weißt du? Und wir wollen vieles sehen, viel unterwegs sein. Wir sind jung, wir sind hungrig. Weißt du? Von daher, was kommt, das kommt, definitiv. Musikalisch hat man ja auch viele deiner Ziele erreicht. Du kannst wirklich ja ohne Ende dankbar sein. Bin ich schon. Eben, du hast ja wirklich vieles erreicht und vieles aus eigener Kraft. Wenn Kapi aber mal tauschen dürfte, was würdest du gerne mal anders machen, außer Rapper zu sein? Wenn du kein Rapper geworden wärst, gäbe es etwas, wo du sagst, das würde ich mal machen? Boah, ich wäre ein Creeper, aber so ein richtig Korrupter. Boah, ich würde dir sowas auseinandernehmen, ich würde alle Ticker hochnehmen. Bruder, jeder würde bezahlen. Alle, ich schwör's. Nein, alles gut, ich weiß es nicht, mein Bruder. So, ich bin Rapper geworden, so wie ich es mir gewünscht habe, Gott sei Dank. Alles gut geklappt. War das dein erster Traum eigentlich, so, als du klein warst, so wie das erste so, ich will Musik machen? Ja, ich habe schon Musik immer gefeiert, so als ich schon Baby war, so ich habe immer getanzt, meine Mutter hat mir erzählt, ich habe immer so komische Bewegungen gemacht, sag ich mal. Deswegen.
Und aus den Bewegungen ist Rap geworden. Aus den Bewegungen ist Rap geworden. Meine letzte Frage, vielleicht auch mal in die Richtung, für die zukünftigen Rapstars da draußen. Hm. Was muss der Rapstar in deinen Augen von morgen haben, damit er erfolgreich wird, mindestens so wie Kapi? Ein festes Schuhwerk. Ich küsse dein Herz, mein Bruder. Ich weiß nicht. Viel Hunger und Herz, gutes Herz, mein Bruder. Behaltet immer ein gutes Herz und ihr kommt weit. Inshallah. Weil Gott sieht alles. Ne? So ist es. Ich danke dir. Nicht dafür. Vielen, vielen Dank für deine kostbare Zeit. Nicht dafür, Bratl. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, liken, abonnieren nicht vergessen. Danke, Ozan. Ilaç, Ozan. So rum. Genau, und danke, unterstützt Kapi. Alle hier den Bratl und du weißt Bescheid, Berlin lebt. Brrrra. Dankeschön. Tarifcheck, das Online-Vergleichsportal, präsentierte Ihnen das Interview.